Der von Pininfarina entworfene Ferrari 330 GT 2+2 wurde 1963 auf dem Genfer Automobilsalon erstmals präsentiert. Die hier gezeigte Serie 2 wurde ab 1965 mit ca. 460 Exemplaren gebaut. Erkennbar ist die zweite Serie an den einfachen Frontscheinwerfern. Die erste Serie hatte Doppelfrontscheinwerfer. Technisch wartete die zweite Serie mit einigen Neuerungen auf, die die Fahrfreude deutlich erhöhten. Auf Wunsch konnte nun eine Servolenkung eingebaut werden. Wer wollte, stattete seinen Ferrari außerdem mit Klimaanlage aus. Das 5-Gang-Schaltgetriebe und die hängenden Pedale waren serienmäßig. Im Vergleich zu dem Vorgänger, dem 250 GT, ist der 330 GT 2+2 länger und damit im Fond geräumiger. Angetrieben wird der 330 GT durch einen Colombo V12 Motor mit obenliegender Nockenwelle und einem Hubraum von 4390 Kubik. Damit erreicht das Fahrzeug eine Leistung von rund 300 PS bei 7000 Umdrehungen in der Minute. Von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigt dieser Langstrecken-Ferrari in 7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km pro Stunde. Mit dem 330 GT 2+2 hängt Ferrari auch die aufkommende Konkurrenz in den USA ab, die sich dem Vorgängermodell in Sachen Beschleunigung bedenklich genähert hatte. Der 330 GT 2+2 gilt als der erste Straßen-Ferrari mit Fahrkomfort und Transportvolumen. Er wurde einer der erfolgreichsten Ferraris der 60er Jahre und ist heute ein extrem gesuchter Oldtimer.